Ein wahrhaft idyllischer Blick. Und genau diesen wählte die CSU, um ihre Halbzeitbilanz vorzustellen. Im Seehaus im Englischen Garten gewährten Josef Schmidt, Ludwig Spänle und Manuel Pretzel einen Einblick in die Regierungszeit. 3 Jahre sind rum, 3 stehen noch aus. Wir sind der Motor dieser Kooperation. Man muss sich ja nur mal vorstellen, welche Projekte jetzt eigentlich laufen, die vorher, früher unter Rot-Grün nicht gelaufen sind. Beispiel Kliniken. Die waren ein Sanierungsfall, kurz vorm Abgrund. Jetzt mit uns in der Regierungsbeteiligung schreiben die Kliniken erstmals wieder schwarze Zahlen. Es ist ein Riesenerfolg. Also ich glaube, in der Verkehrspolitik haben wir wirklich sehr, sehr viel erreicht. Also zum einen, und das wird auch immer ein bisschen gerne vergessen, wir tun viel, viel mehr für den Radverkehr, als das unter Rot-Grün der Fall war. Ich habe es gerade schon erwähnt, wir bauen U-Bahnen, wir verlängern die U5 nach Pasing, wir planen 2 neue Linien, die U9 und die U26. Wir bauen die Tunnel, wir sorgen dafür, dass die Verkehrsbelastung für die Leute abnimmt, dass wir an der Oberfläche Parks anlegen können. Ich denke, das sind ganz zentrale Themen. Zufrieden zeigen sich die Verantwortlichen der CSU über das aktuelle Stadtgeschehen. Klar, dass Schmidt, Spänle und Pretzel locker in der Sonne vor sich hin plauderten. Vor allem haben sie in den kommenden 3 Jahren noch einiges vor. Wir glauben, dass in den nächsten 3 Jahren besonders wichtig sein wird, dass wir uns für ein bezahlbares München einsetzen. Wir haben da eh nicht so viele Möglichkeiten. Manche Dinge werden über den Markt geregelt. Dann ist es so, dass wir zum Beispiel im Wohnungsbau immer versuchen, noch mehr Wohnungen zu bauen, aber die Mieten steigen trotzdem weiter an, können allenfalls gedämpft werden. Also sind also relativ wenig Wirkungsmöglichkeiten da. Und deswegen müssen wir überlegen, wo wir wirklich selber bestimmen können, wo wir entscheiden können, wie die Preise dann hinten bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Einzig und allein das Nichtdurchsetzen der Bierpreisbremse stößt dem zweiten Bürgermeister unangenehm auf. Dennoch herrscht auch im Rathaus mit der SPD ein angenehmes Klima. Genau wie im Seehaus ist quasi keine Wolke am blauen Himmel. Ich bin zwar verwundert, dass die SPD gestern nicht dafür gestimmt hat, dass es endlich mal nicht bei den Leuten verankert wird, Preissteigerungen auf der Wiesn. Das wundert mich schon, aber wir werden über weitere Sachfragen mit der SPD sprechen. Und insofern ist die Stimmung konstruktiv gut. Die Union sieht sich auf dem Vormarsch. Denn laut Pretzel und Schmidt ist die CSU der Motor der Münchner Koalition im Rathaus. Als erste Priorität zutrauen.